Ja, dann fangen wir mal an. Also ich heiße euch noch einmal alle herzlich willkommen offiziell. Ich bin die Julia, ich bin von der European Wilderness Society und heute haben wir eben dieses Webinar veranstaltet mit dem Vlado Drulic zusammen. Und zwar wird es um den positiven Einfluss großer Beutegreifer auf den Wald gehen. Der Vlado macht schon Naturführungen seit 1998, glaube ich, hat er mir gesagt. Das ist schon eine sehr lange Zeit. Er ist sehr erfahren und hat dadurch auch sehr viele schöne Einblicke in die wilde Welt des Waldes zu bieten. Und er macht auch viele Monitoring-Aktivitäten zeitgleich, wodurch er sehr, sehr viel schöne Video- und Fotoaufnahmen auch hat, die er heute mit uns teilen wird und natürlich auch sein ganzes Wissen rund um den Wald. Lado, es freut mich sehr, dass du heute hier mit mir hier bist. Und ja, ich übergebe dir das Wort und wünsche dir viel Glück für die Präsentation. Also, sieht man, technisch ist es alles in Ordnung? Sieht man meine Präsentation? Man Okay. sieht sie und man hört dich Also, super. liebe Teilnehmer, ich werde euch jetzt ein bisschen über den positiven Einfluss der großen Beutegreifer, vor allem Wolf und Luchs, auf den Wald erzählen und natürlich auch ihre Bedeutung für die Natur und unsere Gesellschaft. Es gibt so viele Menschen, die über die Nachteile von dem Aufenthalt des Beutegreifers erzählen. Und ich versuche auf die positiven aufmerksam zu machen. Ja, sie sind seit Urzeiten schon unser Begleiter, aber auch Beutekonkurrenten. Und dadurch aber hat der Mensch fleißig daran gearbeitet, um sie auszurotten oder aus dem Weg zu bringen. Und sie sind in vielen Gebieten ausgerottet worden. Die Slowakei liegt sehr zentral und ist ein gutes Modellbeispiel dafür, dass es auch in eine europäische Landschaft doch die großen drei geben kann und dass die Gesellschaft sogar daraus profitieren kann. Wenn man sich hier die Landkarte oder diese Folie anschaut, da sieht man, dass es nicht unbedingt die Bevölkerungsdichte ist, die es ermöglicht, dem Beutegreifer die Existenz zu bieten, sondern es sind auch viele andere Faktoren, die das beeinflussen, weil so dünn besiedelt ist die Slowakei gar nicht. Und zum Beispiel in Österreich wäre es, was die Bevölkerungsdichte angeht, sicherlich kein Problem sein. Die Slowakei ist ein Teil von dem Karpatenbogen. Weiß nicht jeder, dass es nicht nur in Rumänien gibt, die Karpaten, sondern das ist schon überhaupt von Wien begonnen. Der beginnt der Karpatenbogen. Und es gibt einige Bären, Wölfe, Luchse auf dem Gebiet hatten auch, glaube ich, sehr interessant und im Vergleich zu Alpenraum ist es einfach viel interessanter diesbezüglich. Es ist ein Zeichen von intakter Natur. In der Slowakei, auf einer Fläche, die etwa so groß ist wie 2 Drittel von Bayern, leben mindestens 1200 Bären, 500 Wölfe und um die 500 Luchse. Das wurde als Feind des Menschen seit langer Zeit verfolgt und verlor einen Großteil seines Lebensraumes durch die Ausbreitung und Konkurrenz des Menschen. Angst, klar, diese Angst entsteht von den uralten Sagen, wo die Wolfsrudel die Dörfer angegriffen haben und alle Bewohner getötet haben, oder Märchen über Rotkäppchen oder drei Schweinchen und Wolf, sieben Zicklein und böse Wolf, oder der Hase und der Wolf. Das alles hat uns schon im Kinderalter beeinflusst und dadurch haben wir den Wolf als blutgierigen gespeichert oder aggressiven gespeichert. Sehr guter Ausdruck dafür ist Rotkäppchen-Syndrom. Dass die Schäfer Angst haben, das ist leicht verständlich, aber zum großen Teil wird es durch fehlende Herdenschutz verursacht. Herden, die überhaupt nicht geschützt sind, sind aber auch streunende Hunde gefährlich, die sich bei uns vor allem bei der Läufigkeit der Hundinnen im Rudel versammeln und solche Herden werden dann immer wieder angegriffen. Oftmals wird es dann
in solchen Fällen auf das Konto von Wolf aufgeschrieben. Und deswegen ist es wichtig, dass da immer auch ein Expert zugerufen wird, der dann entscheiden kann, was es da für eine Ursache gegeben hat. Angst vor dem Luchs, der ist absolut irrelevant, weil es ist kein bekannter Fall, wo der Luchs jemandem was angetan hat. Haustiere werden schon überhaupt nicht angegriffen, aber haben sich so alte Sagen erhalten, wo der Luchs angeblich Waldarbeiter angreift und die Menschen müssten sogar so ein Stachelhalsband aus Ausrüstung in den Wald tragen. Auch in der Bafatra haben sich solche Sagen und so Gegenstände erhalten, was die Menschen früher statt der schnittfeste Hose an sich tragen müssten. Luchse regulieren stark Rehwild- und Hochwildpopulation und deswegen mögen sie die Jäger nicht, weil das Wild ist viel vorsichtiger, versammelt sich weniger und ist damit nicht ganz so leicht zu bejagen. Angst vor dem Bär. Die Zeichentrickfilme oder Märchen haben dem Bären im Vergleich zum Wolf gut geholfen und auch die Disney-Filme wie Yogi Bär, das war immer der gute Yogi Bär oder Bärenherz, aber auch diese Spielzeugsindustrie mit dem Produkt Teddybär, das war alles, da wurde der Bär immer als sehr positiv präsentiert und die Kinder schlafen mit Plüschertieren, die immer wieder Teddy heißen und dadurch verbindet man den Bären nicht mit Gewalt oder Gefahr. Aber in der Wirklichkeit ist er der einzige in Europa von den großen drei, der eine reales Gefahr, ein reales Gefahr für den Menschen darstellt. Man soll aber nicht unbedingt mit Angst durch die Wälder ziehen. Es reicht ein bisschen Respekt und dass man sich auch vielleicht an den Gesetzen hält und nicht überall rumstöbert, vor allem in Gebieten, wo es Bären gibt oder dass man sich auch an den Begrenzungen hält und wenn bestimmte Berge geschlossen sind, weil da junge Bärinnen mit Jungen unterwegs sind zu bestimmten Jahreszeit, dann soll man sich einfach dran halten. In der Slowakei gibt es mindestens 1200 Bären und in den mindestens letzten 100 Jahren kein einziger Todesunfall. Wir haben aber auch um die 55.000 Jäger und jährlich werden etwa 5 Personen erlegt. Also da sieht man die Bilanz, wer in der Wirklichkeit gefährlicher ist. Also Bären haben noch keinen Menschen getötet. Unsere Scharfschützer killen viele Bären, mindestens 100 Bären jedes Jahr, nicht immer legal. Bedeutung der großen Karnivoren, Bären, Wölfe, Luchse für die Natur und unsere Gesellschaft. Ich werde da so 4 Punkte erwähnen und werde mich zu jedem Punkt noch extra äußern. Weil das Video so laut ist, ich werde das einfach überspringen jetzt. Oder jetzt geht es. Also Wölfe und Luchse, aber auch die Bären zum Teil, halten das Wild in optimalem Bestand und kümmern ums Gleichgewicht in der Natur. Das wird das wichtigste Punkt, den ich sehr ausführlich noch erwähnen würde oder beschreiben würde. Sie machen auch eine aktive Selektion auf Gesundheitszustand der Beute, sind Ärzte des Wildes. Auch da erzähle ich was in Beziehung zu afrikanischer Schweinepest. Der positive Einfluss auf die Qualität des Wildes muss ich immer wieder ansprechen, wenn ich vor allem für Jäger einen Vortrag halte, weil da kann ich punkten. Und die Existenz der Beutegreifer im Gebiet bindet die Existenz von vielen anderen Arten an sich. Also sie unterstützen auch die Biodiversität. Sie selbst sind schon die Biodiversität. Bären sind ein Teil des natürlichen Ökosystems, nehmen aber unter den Beutegreifern eine völlig andere Stellung, weil sie so gut wie gar nicht jagen, sind zum 90% Vegetarier. Ja. Sie können in der Nähe des Menschen- und Kultuslandes trotz ihrer Größe mehr oder weniger unproblematisch existieren, aber man darf natürlich nicht ganz so viel Medienaufmerksamkeit widmen, weil das Ganze, und wenn sie dann mit den Jägern gehetzt werden oder auch durch die
neugierigen Menschen gehetzt sind, sie verhalten sich dann doch anders. Aber Slowakei ist ein tolles Beispiel, dass da sehr viele Bären Platz haben und auch wirklich unproblematisch existieren können. Und schon komme ich zu dem Wolf und Luchs. Die Bären werde ich nicht mehr erwähnen, weil wenn sie kein Fleisch fressen, dann beteiligen sie sich nicht ganz so sehr an der nächsten Geschichte. Also der Ökologe würde sagen, dass Wolf und Luchs als Prädatoren, die an das Waldökosystem festgebunden sind, der Wald kann ohne ihre Aktivitäten kaum existieren. Sie halten das Wild im optimalen Bestand und sorgen dadurch ums Gleichgewicht in der Natur. Beim Verstehen von diesem Gleichgewicht, natürlich ist immer wieder der Mensch im Hintergrund, wenn der selektive Druck des Wolfes auf das Schalenwild fällt, was heute auch die Realität in den meisten Gebieten ist, dann ist die natürliche Waldverjüngung durch Verbiss von jungen Bäumen unmöglich. Und Schaden, die dadurch entstehen, wenn man die Wälder künstlich anlegen muss, erreichen bei uns jährlich 100.000 Euro. Das wird auf die Bürgerkasse bezahlt. Natürlich nicht nur in der Slowakei, sondern weltweit ist es der Fall. Auch die älteren Bäume werden von Rotwild verbissen. Die Holzqualität leidet dadurch enorm, weil die rote Fäule breitet sich im Holz und so angefressene Bäume werden niemals zum Qualitätsholz, sondern bilden so richtige Röhre mit rote Fäule innen drin. Aber auch Laubgehölzer werden verbissen, Wertholz wie Esche, Ahorn, ja. Und das sind auch einfach riesige Schäden, die da entstehen. Leider ist der Mensch nicht in der Lage, immer wieder nicht in der Lage, in bestimmten Gebieten einen optimalen Wald anzulegen. Und was passiert, wenn der Mensch entscheidet, was für ein Wald in bestimmter Gegend wachsen darf, hat uns wunderbar der Windsturm in der Heutatra 2004 gezeigt. Die Heutatra im Norden der Mittelslowakei wurde im Jahr 2004 durch sein Windsturm verwüstet und 50 Kilometer lang und 2,5 Kilometer breite Streifen würde richtig flach gelegt. 70% des Nationalparkes würde dadurch zerstört. Wer ist schuld? Ja, vor etwa 100 Jahren hat man in der Slowakei die ganze Vorgebirgsstufe bewaldet. Wiesenfelder, Mischwälder, die hat man mit Fichtenmonokultur ersetzt, um ein schönes grünes Bild von der Tatra zu schaffen. Die Natur hat nach 100 Jahren einfach Nein gesagt. Im Fall hat man den Windsturm schuldig gemacht. Der Anbau von Fichtenmonokulturen hat aber zugenommen und später hat man fast die ganze Slowakei, hat man es in die ganze Slowakei durchgesetzt. Langsam ist es soweit und die Natur wehrt sich überall. Man spricht vom Waldsterben und wer ist jetzt schuld? Heute macht man den Borkenkäfer schuldig, weil man sieht ihn als Ursache von dem Baumsterben. Warum gibt es ihn? Ja, es hat schon vor vielen Millionen Jahren gegeben und das ist ganz wichtig. Und warum breitet er sich? Man hört bei uns immer wieder, weil die blöden Naturschützer es nicht erlaubt haben, das Kalamitätholz nach dem Orkansturm auch aus den Reservaten abzuholen und ganz reisig zu verbrennen, zusätzlich noch alles zu desinfizieren. Und jetzt breitet sich der Borkenkäfer aus den Tatra-Reservaten über die ganze Slowakei aus. Ja, aber nicht überall hat es solche Stürme gegeben wie in unserer Gegend und trotzdem ist der Borkenkäfer weltweit verbreitet. Anhören will, muss er nicht unbedingt in eine Dorfkneipe gehen, sondern der Großteil der Bevölkerung ist mittlerweile durch die Medienpropaganda davon überzeugt, ja, dass der Borkenkäfer schuld ist. Und natürlich kaum jemand glaubt, dass uns dabei der Wolf und Luchs helfen können, ein Gleichgewicht in unseren Wäldern wiederherzustellen. Die Wälder entwickeln sich auf der Erde schon seit 350 Millionen Jahren und mindestens 100 Jahre ist auch schon der Borkenkäfer dabei. Forstwirtschaft, so wie wir sie heute kennen, entwickelt sich, sagen wir mal, Millionen Mal kürzer
als die Wälder selbst. Und trotzdem, während dieser Zeit hat die Forstwirtschaft einen Großteil der Wälder verändert, zum Teil zu Monokulturen. Damit hat sie das Bild von einem Wald und seinen natürlichen Zyklen aus unserer Erinnerung sozusagen gelöscht. Jeder Wald hat seine Art und Weise, wie er den Kreislauf der Biomasse sichern kann. Von Organismen beteiligen sie am Zersetzen von der Biomasse und sichern den Kreislauf. Nicht immer nur die sichtbaren, natürlich vielmehr auch die unsichtbaren Mikroorganismen, die da dran arbeiten. Ist es vor allem der Borkenkäfer. Er beschleunigt den Kreis der Biomasse. Er hilft den kranken Bäumen, die einfach schon hungern oder durchleiden und dadurch braun werden. Er beschleunigt den ganzen Zyklus, dass sich die Bäume hinlegen und dass sich der Kreis der Biomasse schließt. Das bei uns versuchen, diesen natürlichen Zyklus zu ändern. Der erfolgreiche Kampf mit der Natur sieht oftmals so aus wie da in der Zipsemagura. Es ist zwar kein Naturschutzgebiet und die Förster könnten alle Beschränkungen einsetzen. Trotz aller Schutzmaßnahmen haben es unsere Förster nicht geschafft, die Ausbreitung der Borkenkäferplage zu stoppen. Nicht mal in Gebirgen, wo sie jeden befallenen Baum fällen könnten oder wo sie auch alles aus dem Baum ziehen könnten. Also sie haben keine Eingrenzungen sozusagen. Trotzdem sieht es zum Teil wie in Brasilien oder auf Borneo, Levocha-Gebirge aus dem Satellit. Ähnlich sind auch weitere drauf. Also nur die Tatsache, dass auch der Wolf existieren darf, das hilft noch nicht. Oder dass der Wolf hier Platz hat, das reicht noch nicht. Da muss man schon noch weitere Maßnahmen einhalten. Und trotz Schutzmaßnahmen wird es sich den Käfer nicht nur in der Slowakei, auch in der Tschechei, in Deutschland, in überall breitet sich der Borkenkäfer aus. Genau umgekehrt ist es in der umstrittenen Teller Tichau und Koprowa Dolina, wo das Kalamitätholz liegen geblieben ist. Da sieht die Situation gar nicht so schlecht aus, wie man das aus den Medien gehört hat. Der Borkenkäfer ist überall, auch in den Naturreservaten und geschützten Flächen. Und warum soll man das Totholz zumindest in den Naturreservaten stehen lassen? Die naturüberlassenen Flächen werden schon nach ein paar Jahren überwachsen mit einer neuen Waldgeneration. Das Ganze passiert kostenlos. Das alte Totholz bleibt da sozusagen als Dünger liegen. Zum Teil sind es auch Hindernisse für das Wild, dass der junge Wald nicht ganz so leicht verbissen wird. Wenn die toten Bäume stehen bleiben, ist es kein toter Wald, weil die Waldverjüngung sofort begonnen hat. Unter den Schutzflügeln von den Eberischen wachsen gleich auch die Fichten und andere Baumarten und es entsteht ein Mischwald. Und es stimmt nicht, dass wir bei der natürlichen Waldverjüngung sehr lange auf den neuen Wald warten müssen, weil, sagen wir mal, wenn man sich etwa 2030 die neue Generation von Mischwald in der Tatra anschaut, ich bin mir sicher, dass es etwa so aussieht. Ganz schön bunt. Ja. Nach einer Kalamität, Windsturm oder Schneebruch oder jede Abholzung, wo man schon die Stämme rausgezogen hat, bleibt noch jede Menge Abfall, wie die Förster immer wieder den Restholz bezeichnen, Nutzerstöcke, Reisig, schwere Häckselmaschinen zerbröseln alles und so Großraumlaster fahren dann diese Häckselgut in andere Gebiete, wo das verarbeitet würde, zum Holzbriketts oder anderen Produkten. Aber natürlich fällt es in dem Wald, fällt es auf den Flächen. Der Wald hat damit nicht gerechnet, dass man das aus dem Kreis der Biomasse rausholt oder klaut. Die schweren Maschinen nebenbei verdichten den Boden und auf solche Flächen wachsen dann aggressive Grasarten, die das Wiederbepflanzung nicht so wirklich einfach machen. Und
es wird bestimmte Flächen werden dann zweimal, dreimal bis zum zehnmal neu bepflanzt und es funktioniert nicht so wirklich. Wobei der andere Fall war, dass es auch von alleine geht, wenn man nach den Kalamitäten das Holz liegen gelassen hat. Statt des Kreises der Biomasse dreht sich also der Kreis des Geldes. Mit Millionen Euro wird die Abholzung, chemischer Schutz und forstliche Bewaldung dotiert, aber ohne Erfolg. Die Natur macht es alleine. Entschuldigung. Also zusammengefasst, wenn die Beutegreifer fehlen, nimmt das Schalenwild überhand. Jeder vernünftige Waldbesitzer würde die Hirsche, Rehe und Wildschweine regulieren. Weil aber die viele Förster nicht unbedingt auch Waldbesitzer sind, dafür aber leidenschaftliche Jäger, die zusätzlich auch von der Jagd mehr profitieren als von der Forstwirtschaft selber, halten sie deutlich mehr Schalenwild im Revier, als es für den Wald gut wäre. Solche Situation herrscht in vielen Gebieten der Slowakei, aber zum Teil auch in Westeuropa. So richtig feudale Jagdrechte. Gesetze. Ja. Das Wild wird sogar zugefüttert und demzufolge entstandene Schaden werden erklärt. Obwohl wir viel futtern, Verbissschaden gibt es trotzdem. Je mehr es aber gefüttert wird, umso mehr Tiere überleben und so schneller vermehren sie sich auch. Natürlich vor allem die Wildschweine, die darauf sehr, sehr gut reagieren und schaffen sogar mehrere Generationen im Jahr. Und es ist sehr schwierig, dann so eine wuchernde Population unter Kontrolle zu kriegen. Nicht immer wird auch korrekt angefuttert. Also das, was man sich heutzutage in der Slowakei anschauen kann, mit, wo man die Reste aus den Supermärkten verfuttert, das ist wirklich unglaublich. Oft mal mit Plastik, Verpackung, alles einfach nur ausgekippt. Außerdem wollen viele Jagdpächter auch noch Arten wie Dammwild und Muffelwild im Revier haben. Natürlich ist der Wolf und Luchs im Revier nicht gewünscht, weil das ist das allererste, was er aus dem Revier entfernt, und zwar diese nicht heimische Arten. Er kann sie nicht nur stark regulieren, sondern zum Teil sogar ausrotten. Wunderbar, ein Beispiel war in Österreich dieser Truppenübungsplatz Allensteig, wo sehr schöne Muffelwildpopulation und Dammwildpopulation hatten, und wo der erste Wolfsrudel kam, sind sie praktisch innerhalb von einem Jahr verschwunden. Aber auch alle anderen Schalenwildarten aus dem Beutespektrum des Wolfes und Luchses wird dann einfach im optimalen Bestand gehalten und dadurch ist die natürliche Waldverjüngung garantiert. Wenn man das Schalenwild aus Beute futtert, dem Wolf und Luchs dezimiert, das ist kein Weg zum Gleichgewicht, der die natürliche Waldverjüngung sichern würde. Dann versucht der Mensch künstlich den Wald anzulegen, pflanzt aber auf nicht geeignete Baumarten an falschen Standorten, und was zu Bodenverdichtung und Versäuerung führt. In Verbindung mit Klimaerwärmung, Sauerregen, großflächigen Kahlschlägen, gewisserweise auch noch Verbrennen vom Reisig, führt es zum starken Erosion und folgenden Wasser- und Nährstoffmangel. Jedes Sommerwetter nimmt zum Teil Jahrhunderte von Humusbildung mit, und viele Gebiete, die über bestimmte Neigungsgrad drüber sind, verkarsten einfach innerhalb von ein paar Jahren, wenn man den Waldsubstrat der Hitze ausgesetzt hat, wenn man den Wald entfernt hatte. Also nicht überall kann man diese Wirtschaft betreiben auf die Art und Weise oder auf die effektive Art und Weise. Die Bäume schwächeln und der Borkenkäfer verbreitet sich wie die Pest, obwohl er nicht die Ursache vom Waldsterben ist, sondern nur die Folge. Die Bäume waren schon geschwächelt, und erst wenn sie geschwächelt sind, erst dann kann sich der Borkenkäfer verbreiten. Gesunde Wälder, die sind dem Borkenkäfer sozusagen resistent. Also da kann man auch Borkenkäfer aus anderen Gebieten hinkarren irgendwie. Der gesunde Wald, Bäume, die an richtigen Standorten stehen, in gute Konditionen sind, die schaffen es, sich dem Borkenkäfer zu wehren. Also da hat der Borkenkäfer
so gut wie keine Chance. Wovon soll sich die nächste Waldgeneration ernähren? Wovon soll sie entstehen, wenn wir die ganze oder ein Großteil von der Biomasse, der sich da praktisch im Kreis drehen sollte, wenn wir sie schon entfernt haben? Wald ist keine Perpetuum mobile. Jetzt kommen wir zu dem positiven Einfluss auf die Qualität des Wildes. Da habe ich so ein schönes Beispiel dafür, diese Beziehung Wölfe und kapitale Hirsche. Ich habe in früheren Zeiten immer wieder auch toten kapitalen Hirsch gefunden und da habe ich mir gedacht, warum haben die Wölfe auch so ein schönes Tier gerissen? Sie sollten nur schwache und irgendwie Handicapierte reißen. Aber da ist auch einfach so ein höherer Plan von der Natur. Der beste Hirsch, der die Brunftzeit gewonnen hat und dürfte sich dadurch mit allen Hirschkühen paaren, hat seine Gene schon abgegeben und in den Winter geht er auch alleine, weil seine Freunde, andere Hirsche versammeln sich, aber sie nehmen ihn nicht mit in die Clique und immer wieder wird er dann als Beute für die Wölfe sein. Aber er hat seine Gene schon abgegeben und hiermit sichert die Natur, dass derjenige, der sich schon vermehrt hat, aus der Szene kommt und gibt die Chance den anderen. Also perfektes System. Und dieser Spruch, hast du Wolf im Revier, hast du schönen Hirsch, wird hier von dieser Geschichte nur bestätigt. Jetzt kommen wir zu der aktiven Selektion auf Gesundheitszustand der Beute. Die Wölfe oder Luchse töten zwar einzelne Tiere, aber kümmern dadurch um Gesundheit der ganzen Population. Sie sind sozusagen Ärzte für das Wild. Und die Beziehung Wölfe, Wildschweine, Schweinepest ist sehr, sehr interessant und auch sehr aktuell. Man sieht hier auf der Landkarte aus den früheren Zeiten, es gibt auch jüngere, aber die Zeit ist knapp, also ich komme nicht dazu. Auf jeden Fall, wo es Wölfe gibt, in der Wolfspopulation gibt, da breitet sich die Schweinepest gar nicht. Also der Wolf schafft es bis zu 100% in seinem Gebiet Schweinepest zu eliminieren. Auch die afrikanische Schweinepest steht vor der Tür und ist jetzt richtig zum Thema geworden. Und obwohl die afrikanische Schweinepest von der klassischen Schweinepest abzugrenzen ist, die Erreger sind nicht mal verwandt, trotzdem die ähnlichen Symptome, das ist das Wichtige für den Wolf und der Wolf ist kein Rassist, er unterscheidet nicht zwischen den zwei Schweinepestarten. Für ihn ist das Verhalten der Tiere wichtig und weil die Symptome von beiden Arten sehr ähnlich sind, spielen sie bei der Vorbeugung oder auch Bekämpfung der KSP wie auch ASP solche eine wichtige Rolle. Laut den neuesten Forschungen sind 95% der infizierten Wildschweine jünger als 1,5 Jahre. Genau diese Altersgruppe wird auch von den Wölfen am meisten gerissen. Außerdem sind diese Tiere viel langsamer, leiden auch an Hochfieber, bleiben der Herde nach immer wieder in Wassernähe oder in Bachnähe und dadurch werden sie für Wölfe eine leichte Beute sein. Ich habe sogar Situationen erlebt, wo eine Bache das erkrankte Ferkel einfach aus der Rotte vertrieben hat und hat den geopfert. Wenn die Wölfe, die sagen wir alle 2 Wochen vorbeischauen, an die Rotte gekommen sind, die Bache hat das erkrankte Jungschwein aus der Rotte vertrieben und hat ihn geopfert. Ältere Tiere, die mit dem Erreger Kontakt hatten und nicht verändert sind, wurden lebenslang immun, sind also keine empfänglichen Tiere mehr. Und die Konsequenz im Ganzen ist, die Wölfe sorgen ganz gezielt dafür, dass die Zahl der empfänglichen Tiere, vor allem durch das Erlegen von den Jungtieren, viel geringer ist. Ja, weil
Wölfe werden sicherlich nicht einen alten Keiler oder eine wehrhafte Bache angreifen, sondern holen sich die Schwächsten aus der Rotte, und das sind die Frischlinge oder sehr junge Wildschweine. Dort, wo intakte Wolfsrudel leben, verschwinden also die Epizentren der Seuche sehr schnell und sie breitet sich nicht mehr aus. Das hat natürlich auch sehr positiven Einfluss auf die Zuchtanlagen, wo die Hausschweine gehalten sind. Es ist sehr wichtig, dass sich die Wölfe in allen Gebieten ausbreiten, wo sie leben wollen, und die Gesellschaft kann nur daraus profitieren. Jetzt komme ich zu dem nächsten Positivum, und zwar: Existenz der großen Beutegreifer bindet die Existenz von vielen anderen Arten an sich. Also sie unterstützen die Biodiversität. Ohne Wölfe und Luchse kann zum Beispiel der Steinadler in den Karpaten gar nicht überleben. Wenn es schlechtes Wetter gibt, er braucht Thermik und er kann selber so gut wie gar nicht jagen. Deswegen hat er die Wölfe oder Luchse im Auge und schaut, wenn sie Beute gemacht haben, dann hüpft er nur runter und bedient sich bei der Beute von den Beutegreifern. Und ich bin mir sicher, oder ich kann es auch nachweisen, in Gebieten, wo es keine Wölfe gibt oder keine Luchse gibt bei uns, gibt es auch keine Steinadler. Ja. Hier sieht man, wie es an so einem Riss oder an so einem Kadaver zur Sache geht. Da wird einfach um die Reste gekämpft und auch die Mitfresser sind nicht immer Freunde. Aber nicht nur spektakuläre Arten wie Steinadler, auch weniger spektakuläre Arten profitieren dann daraus. Und es ist also sehr wichtig, dass es die Beutegreifer im Wald gibt. Und nicht nur die spektakulären Arten freuen sich über die Existenz. Ich komme zu dem Prädationsdruck an andere kleine Beutegreifer wie Füchse, aber auch Dachs oder nicht heimische Arten wie Marderhund und Waschbär. In unserer Gegend haben wir so gut wie kein Problem mit den nicht heimischen Arten. Also sie kommen schon ab und zu, weil es gibt die schon in Westeuropa oder sie kommen auch von Polen hier runter, aber in kürzester Zeit verschwinden sie, weil die Beutegreifer halten sie einfach kurz. Ja, Monitoring. Ich investiere sehr viel Zeit in Monitoring und versuche, die Aufenthaltsmerkmale zu dokumentieren. Ich sammle die Losungsproben für DNA oder auch für Futteranalysen. Betreue viele Fotofallen. Aktuell habe ich um die 40 Fotofallen zu betreuen und sie liefern tolle Aufnahmen. Ich stelle Sachen fest, wo die Tiere markieren, wo sie rumlaufen, wie oft sie da an die Stellen kommen, oder erfahre immer wieder auch Sachen über illegale Abschuss oder nicht angemeldete Abschuss und folgende Wilderei. Wenn ich bei meinen Monitoringszügen dann so einen Riss finde, installiere ich Fotofalle und erfahre, wer alles an der Stelle war oder wie es da die Interaktion gegeben hat, welche Tiere haben sich da gewechselt, wer sich daran beteiligt hat, dass das Kadaver verschwindet. Und sind oftmals sehr spektakuläre Ergebnisse, die daraus kommen. Bin dann natürlich auch wichtige Partner und bilde auch in der Slowakei zum Teil junge Spurenleser oder Leute, die da die Sachverständigen, die da hinterher entscheiden können, wer die Ursache bei dem Töten von dem Wildtier war, ob es der Wolf war, Luchs oder doch nur Hunde. Weil es ist schon sehr wichtig dann, wenn man entschädigen soll. Man darf nicht einfach kreuz und quer das Geld auszahlen. Es soll schon auch stimmen. Wenn man mit den Fotofallen habe ich schon vor über 10 Jahren begonnen
Und ich war, glaube ich, einer der Ersten, der sich auch mit der Musterung der Luchse dann beschäftigt hat. Und aktuell habe ich eine riesige Database, wo es über 100 einzelne Individuen gibt, die ich von der Musterung unterscheiden kann. Und die ganze Database teile ich auch mit meinen Kollegen aus der Naturschutz. Und, Entschuldigung, meine ganze Freizeit widme ich dem Monitoring, Naturschutz, den großen Beutegreifer, Greifvögel, Eulen. Und Reisen, die ich anbiete, helfen mir dann, meine Forschung zu finanzieren. Und das wäre also zu dem Vortrag alles. Und ich glaube, ich zeige euch jetzt noch ein paar interessante Aufnahmen aus den Fotofallen und dann machen wir noch kurze Diskussionsrunde, dass ich auch ein paar Fragen beantworten kann. Jetzt versuche ich, den technischen Sprung zu machen und zu den Videos zu kommen. So. Ich hoffe, ich kriege es irgendwie hin. Aber da sollte ich sicherlich noch die Präsentation beenden. Und das ist mir doch nicht gelungen. Ich glaube, ich brauche technische Hilfe. Jetzt sehen wir deine verschiedenen Videos. Jetzt kannst du mal probieren, eines aufzumachen. Aha, hier sieht es also. Ich sehe die verschiedenen Videoclips von dir, ja. Aha, also ich bin der Einzige, der das noch nicht sieht, aber jetzt vielleicht. Okay, dann fange ich gleich mit den aktuellsten Aufnahmen an. Ich war nämlich gestern in den Malafatra hoch in den Bergen und da habe ich spektakuläre Aufnahmen geholt, die noch im November entstanden sind. Ich glaube, wir haben wieder das gleiche Problem wie am Anfang, dass man das Video dann nicht sieht, wenn du es aufmachst. Probier noch einmal das Screensharing zu stoppen. Und wenn du es dann wieder anfängst, dann wählst du den ersten Bildschirm links oben aus. Da bin ich jetzt bei dem ersten. Jetzt seht ihr das? Ja, genau, so ist besser. Und jetzt sollte es möglich sein. Immer diese Probleme mit Zoom. Ja, perfekt. Jetzt kannst du es groß machen. Super. Okay. Also, da kommt kurz nach mir eine Mutter zu einem Baum, der ursprünglich nicht unbedingt Bärmarke-Baum war, aber ich habe da so einen Traum gehabt. Es ist eine tolle Stelle und das wäre schön, wenn hier die Bären kommen würden und sich da irgendwie ruhen oder einschlafen oder was weiß ich sonst. Und irgendwann kam ich auf die Idee, so wie ich es sonst überall gemacht habe, diesen Baum auch zu markieren auf meine Art. Und da sieht man, die Bären haben nicht so wirklich Angst, sondern interessieren sich und haben richtig Spaß dran. Und solche Aufnahmen erfreuen mich immer und sind dann auch ein bisschen Belohnung dafür, was ich für eine Leistung machen müsste, weil einen halben Tag steige ich da hoch zu der Fotofalle. Ein Jungbär geht da immer wieder in so ein Wurzelloch rein, weil da sind immer wieder wilde Erdwespen drin. Und klar, das ist für die Bären leckerli. Ich habe schon vor 2-3 Jahren die Fälle gehabt, wo sie das rausgeholt haben, die Bären. Und da sieht man, wie verspielt die Jungen sind. Und vielleicht auch deswegen verbindet man den Bären nicht unbedingt mit Gewalt, weil wenn man sieht, es ist einfach goldig, wie sie spielen. Dann versuche ich ein nächstes Video zu zeigen, wenn wir bei den Bären sind. Kann ich zum Beispiel so eine Aufnahme zeigen, wo Bären markieren. Aber nein, lieber. Ich zeige euch jetzt so einen Jungbären. Da habe ich mit meiner Gruppe im Winter, wo wir auf der Spur von Wölfen waren, da haben wir eine Bärin
überrascht. Nicht, es war nicht gewollt, aber die Bären hat sich einfach geopfert, ist weggelaufen und hat mich beobachtet. Wenn wir die Jungen einfach in Ruhe gelassen haben, dann habe ich es auch überlebt. Ich habe der Bärin gesagt, jetzt, ich mache nur kurze Aufnahmen und gehe schon. Und sie hat mich am Leben gelassen. Wenn ich schon bei dem Baum war, wo wir, was ich euch gerade gezeigt habe, nicht nur Bären kommen dahin, sondern 2018 war auch wieder kurz nach mir diese wunderschöne Luchskater an der Stelle. Und weil es wirklich nur ein paar Minuten nach mir war, möglicherweise hat er mich auch noch gehört, wie ich den steilen Hang runtergehe und hat mich beobachtet. Aber erbeuten wollte er mich sicherlich nicht, weil es war einfach nur Neugier. Da habe ich eine Aufnahme, wo zum Beispiel Eichhörnchen immer wieder üben sie und spielen auf dem Baum. Erst irgendwann habe ich dann festgestellt, warum sie das machen. Das ist einfach ein Kampf ums Überleben. Hier sieht man einen Marder, der das Eichhörnchen ständig jagt und das Eichhörnchen gewinnt. 8 Minuten lang hat diesen Kampf ums Überleben gedauert. Ich habe euch noch keine Wölfe gezeigt, dann hier vielleicht so eine Wolfspaar, der sich da auch praktisch um meine Markierungsstelle interessiert. Und die Idee habe ich gehabt, wo ich gesehen habe, dass die Wölfe überall, auch alle anderen Tiere überall stehen geblieben sind, wo sie vorher selbst markiert haben oder wo andere Tiere markiert haben. Und dann habe ich auch angefangen, ja, meine Markierungsplätze zu bewachen. Und da habe ich die schönsten Aufnahmen, weil es ist bekannt, dass Tiere oder Wölfe allgemein besonders gut Geruchssinn haben. Und dann, dann reagieren sie einfach auf die Stelle, wo ich kurz vorher markiert habe. Und ich habe nicht nur, sagen wir mal, Wolfschwanzspitze Aufnahme, sondern das Tier bleibt stehen und dann gibt es einfach bessere Aufnahmen und nicht nur, weil die Tiere sind immer wieder sehr schnell und es war schwierig zu schaffen, dass sie an der Stelle auch stehen bleiben oder dass sie von der Fotofalle überhaupt aufgenommen werden. Und durch dieses Markieren hat es wunderbar funktioniert, dass ich praktisch die entweder ganzes Rudel oder die ganze Bärenfamilie präsentiert hatte. Wenn ich da nicht markieren hätte, hätte ich vielleicht den letzten Jungbären erwischt, weil die Fotofalle nicht schnell genug wäre. Aber so habe ich die ganze Familie und gleich zeitlang im Bild. Ja. Hier habe ich auch sehr schöne Aufnahme von einem Luchsmarkierbaum. Für die Luchse ist es auch extrem wichtig. Und sie gehen sozusagen von einem Luchsmarkierbaum zu anderen. Sie sind sozusagen wie GPS-Punkte für die Tiere und sie orientieren sich an diesen besonderen Stellen. Habe ich auch sehr schönen Nachweis, dass die Wölfe keine Vollignoranten sind und haben meine Stelle durch das Scharren einfach anerkannt und erst dann gehen sie vorsichtig vorbei. Also haben es auf jeden Fall gemerkt, dass ich da an der Stelle war. Und ich glaube, vom Geruch her kennen sie mich schon, weil ich habe mein Leben da in der Gegend verbracht und bin so oft in der Gegend wie kaum ein anderer. Und dadurch kennen sie schon meinen Geruch. Manche Bären wollen mir sogar helfen bei der Betreuung von den Fotofallen, aber sind halt nicht sehr geschickt und immer wieder bezahlt die Fotofalle mit ihrer Existenz. Aber wenn die Karte bleibt, kann ich hinterher noch sehen, wie der Bär da gearbeitet hat oder wie sein Versuch, die Fotofalle zu warten,
geendet ist. Oder auch hier habe ich sehr geschickte Mitarbeiter, die sich gemeldet haben. Und hinterher, wo ich auch mit Gästen kam, lag die Fotofalle am Boden. Aber wir könnten uns gleich an der Stelle anschauen, welche Helfer an der Stelle waren. Also sind dann, es ist viel bessere Variante, als wenn mir ein Mensch, ein Dieb, die Fotofalle klaut und ich erfahre gar nicht, so habe ich, auch wenn die Fotofalle zwar tot ist oder kaputt ist, ich habe sehr schöne Aufnahmen von den Fotofallen. Zu den spektakulärsten Aufnahmen gehört auch hier diese Paarung der Bären. Ich hoffe, wir haben keine Minderjährigen an der Stelle, also dann können wir uns auch sowas für die Erwachsenen anschauen. Also auch die Bären müssen sich vorher paaren, wenn es junge Bären geben soll. Das Traurige dran war, dieser Bär hat vorher die Jungen von der Bärin getötet und sie muss sich sozusagen mit dem Killer von ihren Jungen paaren. Unter den Bären ist es so, wenn die Bärin nicht erfahren genug ist, dann macht er sowas und es ist auch eine Art von Selektion. Die Bären haben keine Vaterschaftstest und deswegen glaubt er nur dran, was er selbst erzeugt hat und deswegen will er immer neuen Bären produzieren und glaubt nicht der Bärin, dass ihm treu geworden ist. Hier sehe ich noch eine schöne Aufnahme von gestern, wo ich meine Jungfrau an die Stelle gekommen ist und hat den Gleichgewicht verloren. Man kann sich das nicht vorstellen, wie steil es da ist. Es ist über 45 Grad, aber die Aufnahme spiegelt es nicht so richtig. Man denkt, das ist irgendwie gemütliche, flache Gegend, aber es ist wirklich wie ein richtiger Dachstall. Ich glaube, da habe ich euch genug gezeigt und wir können jetzt 10 Minuten aus der Diskussionsrunde verbringen. Da gibt es sicherlich ein paar Fragen. Ja. Vielen, vielen Dank. Wir haben schon 2 Fragen im Chat. Ich lese die einmal kurz vor. Und zwar vom Harald Renner. Der fragt, ob in der Slowakei bei Wildtierrissen eine Genetikprobe auf Verursacher genommen wird. Nicht immer kommt man dazu oder nicht immer ist es möglich oder es gibt Kapazitäten, die sowas untersuchen würden. Ich habe, sagen wir mal, bei 50% der Fälle habe ich die Ursache festgestellt oder feststellen können, weil sie so auffällig waren. Zum Beispiel eine massive Fußverletzung, die in eine Entzündung und auch, das war schon ein sehr fortschrittendes Stadium, wo der Junghirsch gar nicht mehr laufen könnte und der Bein war praktisch komplett degeneriert. Also das ist einfach. Immer wieder erfahre ich, dass das Tier kurz vorher zum Beispiel angefahren würde an der Straße. Ja, oder die Verletzungen kann ich immer klar und deutlich feststellen. Manchmal, wenn ich mir bestimmte Körperteile anschaue, sehe ich, dass das Tier doch schon zeitlang an bestimmte Krankheit geleidet ist und ob es Hauterkrankungen sind oder auch so degenerative Krankheiten an Gelenken, starke Arthrose oder sowas, kann ich immer wieder noch sehr gut erkennen. Aber die zweite Hälfte der Fälle kann man schwer irgendwie sagen oder beurteilen, weil es wird doch nicht untersucht oder es fehlen die Kapazitäten. Ich freue mich, wenn wir zumindest die DNA-Analysen machen können von den Beutegreifern. Also schon dafür bin ich dankbar, wenn überhaupt sowas läuft. Okay, super, danke schön. Und eine weitere Frage von Harald wäre, ob es bereits Studien gibt zu Folgen von, wenn in der Forstwirtschaft Kommunikationsnetz von Wolf, Luchs oder Bär unterbrochen wird, wenn zum Beispiel ein wichtiger Baum gefällt wird, wie du vorhin in Videos gezeigt hast. Ob es dazu schon Studien gibt, ob du das weißt? Oh, die Studien sind mir nicht bekannt. Ich kann aber wieder meine Erfahrung, die ich mir oft genug auch mit meinen Spurenleserkollegen ausgetauscht habe,
obwohl die historischen Tierkorridoren oder Tierwanderwege schon Jahrhunderte nicht mehr belaufen worden sind, weil die Wölfe in der Tschechei zum Beispiel ausgerottet waren, genauso der Bär oder Luchs. Es ist unglaublich, wie haargenau die Beutegreifer auch heutzutage in die neuen Gebiete hinlaufen, wie sie die Stellen wiedererkennen. Es sind uralte Bäume zum Beispiel, die sich daran sicherlich noch erinnern könnten, an die Zeiten, wo es die Beutegreifer noch gegeben hat, und dass es die Tiere wiederfinden. Ich bin mir sicher auch, dass sie auch die Spuren von anderen Wildtieren verfolgen. Und als Spurenleser kann ich mich orientieren, zum Beispiel auch wenn es keinen Schnee gibt. Und ich habe einen Blick wie ein Luchs zum Beispiel. Und ich gehe von einem solchen Punkt zu anderen, weil ich weiß ganz genau, wie der Luchs es sieht und wo er auch hinlaufen würde. Und meine Gäste sind dann überrascht, wieso hast du die Stelle gefunden, obwohl wir die Spur verloren haben. Wieso findest du das wieder? Aber das sind die Erfahrungen, was man über 20 Jahre aufsammelt. Und wenn ich mir dann die Gegend anschaue, dann gehe ich sozusagen wie ein Luchs und komme zu dem Punkt, wo auch der Luchs hinkommen würde. Und Tierkorridore haben sich ganz schön eliminiert. Die ganze Täler zum Beispiel, wo die Tiere früher sicherlich auch gerne entlang der Flüsse gewandert sind, das ist heutzutage nicht mehr als Wanderweg geeignet für die Tiere, weil überall gibt es Dörfer oder Industriegebiete, überall gibt es Zäune, gefährliche Straßen und Autobahnen. Also es läuft nur noch über die Kammregionen oder über die Kammbereiche. Und deswegen auch heutzutage werden die am meisten von den Beutegreifern zum Wandern genutzt. Und wenn Jungtiere aus dem Wolfsrudel, die das Wolfsrudelgebiet verlassen müssen, da sieht man, die nützen schon sehr stark diese Kammregionen oder Grade. Und sehr wichtig ist, wenn so ein Kamm irgendwann doch in eine Straße oder in eine Autobahn hinein reinläuft oder reingeht, da soll man schon um diesen grünen Korridor kümmern, dass da eine Brücke entsteht, dass die Tiere weiterlaufen können. Und es ist sehr wichtig, solche Korridore zu finden und dann auch beweisen, weil so eine Autobahngesellschaft fragt immer, warum ausgerechnet hier, und das ist hier kompliziert und es wird viel Geld kosten. Und auch daran arbeiten wir, dass wir da diese Aufnahmen sichern, die das bestätigen, wie wichtig dieser Korridor ist und dass es einfach notwendig ist, da diese grüne Brücke zu bauen, dass die Tiere wandern können. Ja, klar, macht auf jeden Fall Sinn. Die Petra fragt, wie ein Bär verhindern kann, dass er seine eigenen Jungen bzw. seine eigenen Gene auffrisst oder tötet. Gibt es da Wege? Das ist das Blöde dran. Es gibt keinen Vaterschaftstest bei den Bären. Und der Bär kann es nicht so wirklich erfahren. Und ich gehe davon aus, dass er das auch nicht weiß. Er glaubt nur das, was er gerade gezeugt hat, also das, was er gerade produziert hat. Und es liegt dann schon sehr bei den Bären. Die Bären muss erfahren genug sein und Gebiete beziehen, wo sie die Jungen schützen kann, wo sie mit den Jungen flüchten kann. Und das ist dann auch gleich eine Selektion. Also ich glaube eher nicht, dass der Bär das erfährt, das ist mein Junge, sieht mir ähnlich aus oder so. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Und immer wieder sterben die Jungen, wo sie noch sehr klein sind, wo sie auch noch nicht so schnell sind, weil ab bestimmtem Punkt sind sie schnell genug und schaffen es, bis zum nächsten Baum hochzuklettern. Und der große Bär schafft nicht diese Passagen, was sie schaffen, oder klettert auch nicht so hoch in einen Baum rauf. Also sie können sich dann irgendwann retten, aber unerfahrene Bärinnen, die trotteln mit den Jungen in Gebieten, wo sie einfach von den männlichen Bären attackiert werden. Und er weiß, sie paart sich erst, wenn die Jungen tot sind, und klettern. Also erstmal die erste Sache, tötet die Jungen. Egal, was sie ihm erzählen würde, ja, sind deine Kinder,
er glaubt das einfach nicht. Gibt es da eine bestimmte, eine bestimmte Altersgrenze, wo man sagt, ab dem Alter würde der Papa-Bär sozusagen die Junge nicht mehr angreifen? Ich habe auch Beweise dafür, wenn die Jungen schon über ein Jahr alt sind und die Mutter muss sie nicht unbedingt zeugen. Ich habe sogar Paarungsgeschichte, wo der Bär die sich mit der Mama paart und die Jungen schauen zu, also er verfolgt sie nicht mehr. Sie sind auch schnell genug, werden ihm sogar flüchten können, aber es ist für ihn nicht mehr notwendig, weil die Bärin ist schon paarungsbereit. Und obwohl sie sie noch begleiten, er versucht sie nicht zu töten. Aber ein Jahr früher, wenn sie zum Beispiel irgendwann im April die Höhle verlassen und die Bärin ist mit den ganz kleinen Teddybären unterwegs und schon in Ende April geht es mit der Paarung los. Und die Jungen sind gerade, sagen wir, 3 Monate, 4 Monate alt und der Bär erwischt sie mit den Jungen unterwegs, unvorbereitet, dann das ist gerade die Zeit, wo sie immer wieder getötet werden, weil die Paarungszeit bei den Bären, die liegt, sagen wir, ab Ende April bis Ende Mai, also in der Zeit, Mai ist die Zeit der Liebe bei den Bären und das ist auch die gefährlichste Zeit für die Jungen, weil später, wenn es nicht mehr um die Paarung geht, sind auch die alten Bären nicht unbedingt so wild. Es ist nicht die Priorität, die Jungen zu töten. Das ist die gefährlichste Zeit, ist gerade im Mai. Okay. Falls sonst noch wer eine Frage hat, ihr könnt sie auch gern persönlich stellen, also einfach das Mikro einschalten. Im Chat gibt es soweit keine mehr. Oder einfach den Vlado Hallo sagen geht natürlich auch. Wir sind ja sehr eine intime Runde hier mit 25 Personen, sind ja nicht allzu viele. Bitte, Miriam. Hallo, Vlado. Danke übrigens für die tolle Präsentation und vor allem für die wunderbaren Fotos und Videos. Das war schon sehr schön. Ich habe eine Frage bezüglich der Wölfe und der Bären. Also kommt es auch vor, dass Wölfe Bärenjungen reißen bei euch in der Slowakei? Es würde sicherlich möglich oder bin mir sicher, dass es auch schon mal gegeben hat. Aber es ist für die Wölfe nicht irgendwie Priorität. Sie müssen in erster Linie schauen, wenn sie was reißen oder töten wollen, dass sie das auch fressen können. Und es soll das am wenigsten gefährlich sein. Also deswegen ist es nicht ganz so einfach, auch zum Beispiel bei Wildschweinen. Immer wieder erlebt man, dass Wölfe erstmal Rotwild, irgendwann natürlich auch Rehe, aber erstmal das Rotwild richtig stark reguliert haben und erst irgendwann, wenn sie sich etabliert haben, wenn sie bestimmte Rudelstruktur erreicht haben, erst dann kommen sie an die Wildschweine dran, weil sie sehr wehrhaft sind und sobald der Wolf auftaucht im Gebiet, im Revier, bilden sie einfach so Rottenstrukturen, die sehr wehrhaft sind und verändern das Verhalten. Und auch da müssen die Wölfe erstmal in diesen Punkt heranwachsen, dass sie sich mit den Wildschweinen auseinandersetzen können. Und an Bärenjungen dran zu kommen, das ist schon verdammt schwierig. Vielleicht, wenn sie eine freche Bärin im Gebiet haben, sie sind schon auch motiviert, sagen wir mal, Beutekonkurrenzen zu eliminieren. Also sie werden die Möglichkeit nutzen, wenn sie, sagen wir mal, einen verlassenen Jungbär irgendwo treffen, wo die Mutter weit genug ist, dann versuchen sie ihn zu töten. Aber ich glaube, es muss dann wieder wirklich nur noch eine unerfahrene Bärin sein, die das Junge so weit alleine lässt. Sonst, und wenn sie dabei ist, die Wölfe würden sich es nicht trauen, weil es einfach für sie gefährlich ist. Und Bär kann den Wolf verletzen und ein verletzter Wolf ist ein toter Wolf. Also sie überlegen sich sowas.
Ja, genau, das dachte ich mir auch. Aber ich habe eben hier bei uns in Brandenburg gibt es keine Bären. Darum habe ich jetzt nicht die Erfahrung, wie das ist zwischen den Bären und den Wölfen. Nicht? Und mir ist schon klar, Wölfe sind eben opportunistische Beutegreifer und die nehmen halt das, was einfach geht. Und es wird wohl kaum vorkommen, wie du sagst, dass eine Bärin ihre Jungen so alleine lässt, dass die dann Wölfen zum Opfer fallen könnten. Und wie ist es umgekehrt, denn dass Bären zum Beispiel Wölfen dann ihren Riss streitig machen, das weiß man ja schon aus den Bärengebieten. Das passiert immer wieder. Und es ist auch wieder die Frage der Größe oder der Macht. Natürlich, wenn es ein großer Bär ist, der ist in der Lage, auch ein ganzes Wolfsrudel vom Riss zu vertreiben. Aber ein kleiner Jungbär, der traut sich nicht mal an die Beute dran zu gehen, ja, weil die Wölfe können ihn töten. Aber ich habe wirklich auch schon Fall gehabt, wo ein Wolfsrudel einen großen, mit höchster Wahrscheinlichkeit veralteten Bären angegriffen hat, der sich frecherweise doch noch lebensmüdeartig an diese Wolfsriss dran getan hat und hat versucht dran zu fressen. Und sie haben ihn dann gepackt und zerfleischt. Also es gibt auch umgekehrt, das ist einfach möglich. Haben die Wölfe dann noch Nachspeise gehabt, noch Dessert? Wir haben noch Nachspeise gehabt und ich habe sonst nie im Leben so viele Wolfslosungen gefunden, wo so viele Bären Haarreste drin waren, aber auch sogar Zähne oder Krallen vom Bär. Und da habe ich gesehen, dass weil den Riss oder den Kadaver selber habe ich nicht gefunden, nur die Losungen von den Wölfen habe ich immer wieder. Sehr spannend. Danke. Wenn wir schon diesen Kleptoparasitismus angesprochen haben, ich habe jetzt ein wunderbares Modellgebiet, wo es keine Wölfe gegeben hat. Und heute habe ich hier einen Wolfsrudel, der immer wieder 6, 7 Welpen hat. Und früher gab es sehr viele Luchse. Also das war mein bestes Luchsgebiet. Und jetzt sind die Luchse etwas weniger geworden. Und die Frage ist jetzt, ob die Wölfe die Ursache sind. Obwohl über Jahre habe ich jetzt, oder in den letzten Jahren habe ich noch einen anderen wichtigen Tipp, was die Sache beeinflussen könnte, und zwar sehr viele Wildschweine. Also wir haben nie so viele Wildschweine gehabt wie heutzutage. Es ist natürlich auch durch das Anfuttern verursacht, aber auch als sich die Landschaft verändert hat, diese riesige Maisfelder haben auch unsere Gegend erreicht und ich glaube auch, das hat großen Einfluss drauf. Wir haben einfach so viele Wildschweine, wie wir sonst noch nie hatten. Obwohl die Wölfe mittlerweile ins Gebiet gekommen sind, sie haben sie auch noch nicht im Griff. In den 3, 4 Jahren haben sie sie immer noch nicht im Griff. Und die Wildschweine haben einen gewaltigen Einfluss auf die Luchse. Man fragt sich, wie ist sowas möglich? Ganz einfach, sie sind die schlimmsten Kleptoparasiten, die es gibt. Sie finden jede Beute von dem Luchs. Also die Luchsinnen, die ich hier über Jahre verfolgt habe, egal was sie erbeutet haben, in kürzester Zeit haben es die Wildschweine gefunden und haben es weggefressen. Also die Luchsin musste wieder neu jagen und das war für sie sehr anstrengend. Und zum Beispiel letztes Jahr hat sie jetzt sogar ihre Jungen verloren, hat sie gar nicht Jungen gehabt. Und ich habe da auch sehr viel Bildnachweismaterial oder Videosequenzen, wo man sieht, der Luchs muss einfach weg von der Beute gehen, wird von den Wildschweinen vertrieben. Und klar, irgendwann wird die Nahrung knapp sein oder auch die Kräfte reichen nicht von bestimmten Jahreszeiten, wo es nicht so einfach Beute zu machen. Spiegelt sich das dann auch bei der Population. Also ich glaube, die Wildschweine beeinflussen unsere Luchse viel mehr als Wölfe oder Bären. Weil aus Gebieten, wo Wölfe und Luchse gegeben hat,
Die haben wunderbar zusammen existiert und es hat nie solche Nachwuchsausfälle gegeben wie jetzt hier in dieser Gegend, wo ich Luchse und extrem viele Wildschweine habe. Ja. Okay, danke schön. Es ist eh schon 3:07. Also ich würde sagen, das war langsam aufhören. Wenn ihr noch mehr Fragen an Vlado habt, ihr hat auch eine Website, wo natürlich auch seine Kontaktdaten drin sind. Vielleicht magst du das kurz sagen, wie sie die Leute dich erreichen können. Also wer sich meinen Namen merken kann, Vlado Trulik, oder nach Trulik Traveler schauen und auf der Homepage, da gibt es dann sehr viele Informationen, die wird jetzt auch neu gemacht. Also demnächst schalten wir eine modernere Variante. Sehr wichtig ist, dass man sich zum Beispiel diese blog.de anschaut. Da gibt es tausende Aufnahmen und da kann man wirklich Woche verbringen beim Anschauen von spektakulären Tieraufnahmen. Und natürlich, falls jemand gerne in die Slowakei kommen würde, das ist jetzt nicht die optimalste Zeit. Da wuchert auch bei uns die Corona. Aber irgendwann ist vorbei und dann werde ich mich freuen, wenn neue Gäste kommen, aber auch die alte, gute Tauben, früher, die schon öfters waren. Und ich glaube, langsam gerne wird dann wieder die Zeit. Und auch wenn ich eigentlich die ganze Zeit in der gleichen Gegend bin, ich glaube, dadurch, dass ich die Gegend so gut erforscht habe, wie kaum eine andere, habe ich immer Neues zu bieten und versuche mich auch in dem kulinarischen Angebot zu steigern und versuche einfach den Produkt aktualisieren, dass er auch für die Rezidivisten, die schon öfters waren, dass er immer attraktiv ist. Genau. Aber nicht auch zu anstrengend, Vlado, wenn wir älter werden. Ja, wir das erste Mal bei dir waren, das ist über 10 Jahre her, da war ich deutlich fitter. Jetzt haben wir einen jungen Hund, aber auch noch einen alten. Wir kommen gerne wieder mit dem jungen Hund, aber dann musst du mit mir Piano laufen. Mein Klientel wird auch älter. Ich werde älter, aber mein Klientel wird älter. Also ich würde es schon noch schaffen, auch mit den Jungen, aber ich muss meine Wanderungen den älteren Genießer anpassen und so flechte ich immer mehr Erklärungen und so wird die Wanderung sozusagen unterbrochen und ich habe so viel erfahren, ich weiß so viel jetzt und deswegen versuche ich immer mehr Erklärungen einzuflechten und dadurch kommen wir nicht so weit hoch. Wanderungen, die 20 Kilometer lang waren, wo wir abends um 8 Uhr zurückkamen, über 1000 Höhenmeter gemacht haben. Es sind nur noch Erinnerungen oder nur noch Geschichte. Das machen, gut. Das machen wir einfach nicht mehr. Ich kann mir das nicht leisten, auch wenn die Hälfte von der Gruppe nicht in der Lage ist, sowas zu machen, dann mache ich es einfach nicht. Und staatlich geprüfte Menschenquelle in mir ist sozusagen gestorben. Ich genieße es jetzt eher, wenn die Leute sich freuen und Spaß dran haben, als wenn sie dann mal an die Grenze kommen würden. Also, ich bin da schon sehr, sehr humaner geworden, sozusagen. Alles klar, super. Das ist gut. Na, hoffentlich klappt das wieder bald. Das Webinar ist Teil des Projekts von der European Wilderness Society, das heißt multiperspektivische Blickwinkel auf die Biodiversität im Wald. Und dort wird dann auch der Beitrag, also die Aufnahme vom Webinar veröffentlicht im Laufe des nächsten Monats, würde ich sagen. Also falls ihr das noch einmal anschauen wollt oder auf die Fotos noch einmal zugreifen wollt, dann könnt ihr das finden. Ich gebe euch die Adresse, die Website jetzt im Chat, dann könnt ihr euch das merken. Sage ich danke an alle, die dabei waren. Es hat uns sehr gefreut. Danke, Vlado, für den tollen Beitrag und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Danke, tschüss. Tschüss. Danke. Ich will auch noch was soll man sagen? Bekannten begrüßen. Ich sehe da einige bekannte Gesichter. Also, Dankeschön für die Teilnahme und irgendwann, irgendwo, irgendwie sehen wir uns wieder. Ja?
Gerne. Ich der Spucke kriegt uns nicht runter. Bleibt gesund. Und tschüss.